den Keks so. Willkommen zurück bei Chris Tam mit der aktuellen Get Digital. Die ist schwerer. Ich finde das so geil, dass da immer die gleiche Zahl drauf steht. Ob da jetzt 8 Kilo drin sind oder 5 Kilo oder 2 Kilo, ist egal. Es steht immer die gleiche Gewichtsklasse drauf. Nicht reingucken. Nicht reingucken! Schon wieder. Ich krieg das nie hin, dass ich ganz drauf bin. Ich muss irgendwie nach. So, T-Shirt in schwarz, klar. Sprachtherapie. Es ist ein Shirt, was ich nicht tragen würde oder auch nicht, daran nicht tragen werde, aber ich finde es witzig. Da sitzen ein paar Patienten, die gehen zur Sprachtherapie. Einmal Pikachu mit Pika Pika. Dann der Groot, klar, der kann ja nur ein paar Wörter. Ich bin und wir sind Groot. Dann Hodor, 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 Hodor und Chewbacca. Und Pikachu hat einen Lolli bekommen, weil er so brav war und das alles mitgemacht hat. Ach, deswegen ist es so schwer. Ein Funko Pop. Nein, gar nicht wahr. Oh, cool. Ah, nicht so cool. Ja, ist halt die Packung ein bisschen angeknabbelt, ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. Captain Marvel von Q-Fix. Captain Marvel. Sieht man das? Ja, ne? So. Also Captain Marvel von den Q-Fix. Ich hol sie mal raus. Wenn man sie mag, die sieht schon echt nicht schlecht aus. Also, hat schon was. Finde ich schon nicht schlecht. Die wird sich bei mir nicht zu Hause fühlen, weil ich habe keinen Platz für sowas. Aber es ist ein cooles Item. Und die Q-Fix sehen immer echt nice aus. Okay, komm auf die Seite. Dann haben wir ein Kartenspiel. Marvel Mayhem. Alles ist zugeklebt. Angriff, Verteidigung, auf in den Kampf. Inhalt 4 Trefferpunkte Tafeln, 4 Trefferpunktmarken, 18 Schadensmarken, 4 Übersichtskarten, 4 Decks mit je 28 Karten und einer Spielanleitung. Tada! Das ist ein Spiel, aber ich kann mit sowas nichts groß. Ein Comic oder ein Magazin. Ach hier, guck mal. Zauberwelten wieder. Oh, das ist aber diesmal richtig dünn. Ihr kennt das ja. Zauberwelten, das ist ab und zu mal drin. Yix, Schlangenpudding. Okay. Also das Ding ist wahrscheinlich wieder kostenlos dabei. Für mich auch nichts, deswegen. Wo ist denn meine Tüte? Da. Nein. Eine Batterie? Echt jetzt? Eine Batterie? Top Performance, Alkalin, 1100 mAh. Hält 10 mal länger. Das ist, einmal ist das ganz gut, weil diese Batterien gehören in mein Mikro. Das ist eine Batterie. Justice League. Eine Batman-Batterie. Ich komme nicht klar. Eine Batman-Batterie. Das finde ich schon wieder so behämmert. Wer macht denn? Komm auf die Idee, weißt du, wir haben schon überall unseren Typen draufgeklatscht. Was machen wir jetzt? Batterien. Na klar, Aua. Na klar. Und was ist das? Ach, ein Bausatz. Diese von Revell, diese Snap-Teile. Immerhin ist es kein... Ich weiß nicht was. Also es ist halt ein Millennium Falcon mit Licht und Sound. Aber das ist natürlich cool. Es ist einfach zu machen. Ihr habt Licht und Sound. Das finde ich natürlich auch nicht schlecht, ein Soundmodul dabei. Und sowas haben die schon noch nie drin gehabt, glaube ich. Einen Bausatz. Finde ich sehr gut. Schick. So, komm. Jetzt machen wir mal... Wo ist denn die Tüte? Es gibt keine Tüte. Ich bin... Ach Gott, ich habe so viel lesen. What is your name? What is your quest? What is the speed velocity of an unlanded swallow? Okay, das könnt ihr wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht lesen. So viel Leid. What is your name? What is your quest? What is your velocity? Blablabla. Ich habe keinen Plan, worauf das rezitiert. Rezitiert! Wo ist denn die Tüte, verdammt? Es gibt keine Tüte, ich bin enttäuscht. Schade. Okay, es geht los, das war's. Ach, ist das von
Leben von Brian, Ritter der Kokosnuss? Möglich, ne? Monty Python Fußmatte, ja, okay, alles klar. What is your name? What is your quest? What is the speed of velocity of an unlearning swallow? Okay. Preis übrigens 25 Euro. Das T-Shirt 23. Ach, ist wieder teurer geworden. 23 Euro. Ich habe mich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr mit T-Shirts beschäftigt und mit Drucken und sowas alles. Nee, ist egal. 23 Euro sagen sie. Okay, dann die Figur. Captain Marvel, 15 Euro. Finde ich gut. Das Spiel kostet 13 Euro. Die Bat. Oh, jetzt verstehe ich das erst. Battery. Von Fledermaus. Battery. Habe ich nicht gecheckt. Hätte ich eigentlich machen, du weißt, das ist so ein Wortwitz, der eigentlich für mich gemacht ist. Naja, gut. Die Batterie. Die Batterie. Kostenlos. Das Magazin ist auch kostenlos. Und das Upgrade-Item ist der Millennium Falcon mit 24 Euro. Mein Gott, was ist denn hier los? 24 Euro. Es ist zum Spielen hinstellen, das ist schon witzig. Und es ist schnell zusammengebaut, das ist schon ganz witzig. Ich vermisse die kleine Tüte mit den Pins und so. Und den Süßigkeiten. Schade. Aber trotzdem, cool. Schicke Box. Bunt gemischt. Ich habe schon so viele Fußmatten mittlerweile. Ich habe gar nicht so viele Türen. Was sagt ihr zu der Box? Yay oder ja, nein? Eure Meinung in die Kommentare und gleichzeitig, wenn ihr schon auf dem Weg da unten hin seid, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, drückt die Glocke und schaut im nächsten Video rein, wenn es heißt Monikicks. Ich tschuld Björn Albert. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, entspanntes Tschüssikowski und Stay Nerdy. Ihr Kekse.